Wenn ich jetzt als Dozierende hier die Sachen durchgehen will, die Kommentare mir anschauen, kann ich natürlich zum einen auf die Kommentare selber klicken an der Stelle, bin dann an der entsprechenden Markierung, die derjenige hinterlassen hat, auch auf der rechten Seite, kann mit dem auf die Markierung springen, sehe dann den Kommentar hier auf der linken Seite und kann darauf antworten. Das hier jetzt mit der Notiz kann ich einfach sagen, ich mache hier einen Retweet, also ich schreibe etwas zu dem Kommentar zurück. Videos können auch abgespielt werden. Und Office-Dokumente können mit der E-Groupware mit dem Collabora geöffnet werden. Und standardmäßig im Browser kann man auch PDFs anzeigen. Da habe ich mich verschrieben. Collabora geöffnet werden und PDFs im Browser. Also im Prinzip ist es das, was der Browser kann, kann in der E-Groupware geöffnet werden, plus Videos und Bilder, die wir in einem eigenen Viewer anzeigen. Das Ganze kann ich jetzt retweeten. Damit wird es hier entsprechend demjenigen auch angezeigt, beziehungsweise im Kommentar mit angezeigt, dass der Dozierende auf die Frage was geantwortet hat. Ja, ansonsten kann ich mich dann halt hier einfach durch die verschiedenen Fragen durcharbeiten, durchscrollen und kann zu den einzelnen Sachen entsprechend etwas schreiben. Das heißt hier, ich könnte jetzt sagen, okay, ich markiere den als grün, speichere den, damit habe ich dann meine Antwort auch gekennzeichnet als beantwortet. Und dann hatten wir hier vorne dran noch einen Kommentar. Kann ich auch Ordner für andere Gruppen freigeben? Und wenn ja, wie? Auch da würde ich einfach sagen, ja, ich mache einen Retweet über Eigenschaften bearbeiten. Kann man entsprechend erweiterte Zugriffsrechte auch für andere Gruppen setzen. Das können die Leute dann ausprobieren und ich kann es retweeten und kann es dann da reinbringen. Und auch das kann ich dann wieder hier auf grün setzen, sodass man sieht, okay, jetzt sind alle Sachen beantwortet. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Lernkurve an der Stelle haben will, die nächsten kommen rein, die würden jetzt wieder neue Kommentare entsprechend in Rot hinterlassen. Und als Dozent oder Dozierender kann ich dann die Sachen wieder beantworten. Das ist so das erste Use-Szenario, wie man an der Stelle mit einem Lernvideo, gerade auch für die Einführung von der E-Groupware oder anderen Geräten, dann mit dem Smallpart arbeiten.